Viele Familien haben das Gefühl, sie arbeiten immer härter und immer härter und es bleibt immer weniger übrig. Nicht nur in meiner Heimatstadt, sondern im ganzen Land. Wir erleben, wie unsere Nachbarn verzweifeln über stagnierende Löhne und verlorene Arbeitsplätze. Wir erleben das Leid, was verursacht wird durch gekündigte Krankenversicherungen und höhere Versicherungsbeiträge. Wir erleben zu viele Eltern, die ihre eigenen Träume auf Eis legen, während sie mehr und mehr Ängste haben über die Art von Zukunft, die sie ihren Kindern hinterlassen können. Deshalb hat die neue republikanische Mehrheit, die sie gewählt haben, damit angefangen, den Kongress zu reformieren, damit er wieder funktioniert. Und jetzt arbeiten wir hart daran, ein paar neue, ernsthafte, arbeitsplatzschaffende Ideen zu verabschieden, die sie verdient haben. Eine, von der sie vielleicht gehört haben, ist die Keystone Pipeline. Präsident Obama hat dieses überparteiliche Infrastrukturprojekt jahrelang aufgehalten und blockiert, obwohl viele Mitglieder seiner eigenen Partei, die Gewerkschaften und eine starke Mehrheit der Amerikaner das Projekt unterstützen. Das eigene Außenministerium des Präsidenten hat gesagt, der Bau von Keystone könnte Tausende und Abertausende von Arbeitsplätzen schaffen und Milliarden Dollar in unsere Wirtschaft pumpen. Und das mit einem minimalen Schaden für die Umwelt. Wir werden weiter dafür kämpfen, die Gesundheitsreform zurückzunehmen und zu ersetzen. Eine Gesundheitsreform, die so viele hart arbeitende Familien schwer trifft. Wir arbeiten daran, übertriebene Einmischung des Staates zu korrigieren. Wir schlagen Ideen vor, die darauf abzielen, die Verschwendung von Steuergeldern zu beenden, damit wir einen ausgeglichenen Haushalt kriegen mit sinnvollen Reformen, nicht höheren Steuern, wie der Präsident vorgeschlagen hat. Wir werden Lösungen voranbringen, um solche Hackerangriffe zu vermeiden, wie wir sie gerade erlebt haben. Und wir werden daran arbeiten, Irans Atomwaffenpläne zu durchkreuzen.